Gerd Juhnke sagte, leicht einsitzen und keine Termine. Ja, ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners an. Wir sind natürlich mit vielen befreundet und wir wollen jetzt da keinen auf den Schlips treten. Aber Peter Wackel, Steffen ist ein guter Freund, Jürgen Drews natürlich. Das bringt das Alter so mit sich. Viel Geld, viel Liebe und viel Geduld. Lieblingsbeschäftigung bei mir ist Golfen. Ich bin, obwohl man es mir nicht so ansieht, ein sehr sportlicher Typ. Also Golfen ist mein Ein und Alles. Bei mir ist es tatsächlich Musik machen. Da müsste ich ja erstmal mit einigen immer vorher mindestens eine Woche proben. Einzelgespräche. Und dann, wen könnte man sich nehmen? Wen nehmen wir dann? Ich weiß es gar nicht. Ich liebe alle Frauen. Ja, da bin ich dabei. Und natürlich Helene Fischer in ihrer Weihnachtsshow. Das würden meine Töchter sehr lieben. Oh, unser größter Fehler ist, dass wir uns essenstechnisch einfach nicht in den Griff kriegen. Und unsere Bescheidenheit. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, darüber bin ich nicht unglücklich. Aber ich bin eigentlich auch so ein Typ fürs Mittelalter. So als Minisänger wäre ich gut dabei gewesen. Was verabscheuen wir am meisten, wenn Leute eingebildet sind und denken, Schlager zu machen sei einfach und keine Musik? Ja, was verabscheuen wir am meisten, wenn einer keinen ausgibt? Schlechten Wein. Oh, da ist natürlich jetzt im Moment so. Wir haben eine neue Single in der Pipeline, die demnächst rauskommt. Ja. Und wir werden nächstes Jahr in die Dominikanische Republik fahren und da ein Zigarrenprojekt starten. Immer nach vorne. Genau, und dann wieder zurück. Ja. Und dann auf dem Schlagerplaneten landen.